Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Anleitung. Guten Tag. Folge 3 sozusagen. Staffel 3, Folge 3. Ja, heute das tolle Level Pack Mission Impossible. Dun, 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 Ach ja. dun, dun. Die ewige Zündschnur. Genau. Gab's da nicht erst einen Film wieder? War nicht oder? Perfekt. Ach, das ist schon ein bisschen her. Also vier Teile gibt es von Mission Impossible. Alle richtig. Also der erste war natürlich geil und die anderen okay. Wie das so ist bei Trilogien. Wobei. Wobei, es gibt Ausnahmen, ja. Ja, bei Zurück in die Zukunft fand ich den dritten besser als den zweiten. Aber das hat physikalische Gründe. Haben wir ja schon mal. Haben wir das nicht zu Silvester thematisiert? Ja, das können wir gleich nochmal thematisieren. Ja. In der nächsten Folge. Ja, wenn der Film sich in sich schon widerspricht. Mission Impossible, worum geht's? Erzähl mal. Hallo, das weißt du doch. Nein, habe ich doch gerade gesagt, dass ich den Film nie gesehen habe. Hör auf. Nein, das war kein Spaß. Ich meine das im Ernst. Ich habe die Filme nicht gesehen. Weder 1, 2, noch 3 oder 4. Also Ethan Hunt hier, der hier. Der Macher. Das ist der Hauptcharakter. Ja. Und der ist in so einer Organisation. Mit so geheim. Ja. So Datenklauen und sowas halt. Ne? Bondmäßig. So bondmäßig, ja, genau. Und dann tut er sich aber gegen diese seinen Boss stellen und macht sein eigenes Ding. In einem Auftrag von jemandem oder aus eigenem Interesse? Aus eigenem Interesse, ja. Okay. Ja, das ist Ethan. Ach so, ist er der Ethan. Hat natürlich auch immer eine Frau in jedem Film. Natürlich. Wie, das so, wie in Bond hat. Bond Girls, ja. Ethan Girls. Wer ist jetzt grau oder durchsichtig? Was meinst du? Grau. Meinst du? Sieht so aus wie das Rücklicht irgendwie. Ich mach da mal durchsichtiger rein. Ich bin mir nicht sicher. Könnten aber auch graue sein. Das ist grau. Das ist grau. Man kann ja ranzoomen hier, das ist ja das Tolle. Ändert sich die Farbe aber nicht durch. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, die Farblinge von grau bis immer durchsichtig zu unterscheiden. Nee, das ist falsch. Und in diesem. Also er ist auch viel mit diesem Motorrad unterwegs, was wir gerade bauen. Mhm. Und ab und zu mal im Wagen. Den wir später bauen. Genau. Und er hat dann auch ein Team dann immer, was er dann rekrutiert für seine Aufträge. Für seinen? Ah, okay. Ja. Also im zweiten Teil geht es dann darum, dass er dann irgendwas dann halt klaut. Oceans-mäßig. Ja, genau. Ethan ist so ein Bond und Ocean in einem. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Profi-Vektor. Nein. Darum geht es nicht. Alles gut. Nur drauf gewartet. Ich wollte ja noch nicht wieder alles abbauen. Also. Was wollen die denn? Der ist der Lenker. Ah ja, den Haken brauche ich. Ja, die Hörner müssen nach unten doch. Ja. Ach so rum. Ah. Und dann ja, und dann nach innen geklappt. So geklappt. Ach so rum. Falsch rum. Ach du liebes bisschen. Ja, okay. Nicht schon. Doch, das ist tragisch. Tödlich. Und das hier ist das Moped hier. Ich bin mal auch auf die Level gespannt, was wir da machen muss. Also, Weibe aufreißen wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch hier durch diesen Lüftungsschacht, diese typische Szene. Wollte ich gerade sagen, die Szene kenne ich wohl. Die wurde ja auch schon parodiert, glaube ich. Ja. Also das ist klar, die Szene kennt man. Juhu. Da kannst du sogar hier ein bisschen schräg stellen, ja.
Cool. Waka, 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 waka. Und ich bin noch nicht mal fertig. Oh Gott. Tja. Ja, kriegt ja noch einen Vorderreifen, ne? Also. Da kommt einer durchsichtigen. Ist das hier? Mhm. Mhm. Okay. Ach, sieht man. Wenn Chef das sagt, dann muss das so. Come on! Come on, come on. Ach so, das sind dann die Vorladelampen. Ja, klar. So, hey, cool. Ich sag ja, wie vorhin, im Gesamteindruck wirkt das unheimlich gut. Geil, ne? Ja. Wie gesagt, das kann man sich auch alles so hin. Ohne irgendwie damit da auf so ein Portal zu stellen. Du brauchst bald ein eigenes Zimmer für. Kommt dann so ein riesen Ikea-Regal rein oder so? Ja, ja, ich bin da noch am Tüfteln. Ich suche schon eine neue Wohnung. Ich kann die Räder schon mal zusammenbauen. Ob es wohl Leute gibt, die sich nur die Päckchen kaufen, um sie in den Schrank zu stellen, ohne sie jemals aufgebaut zu haben? Das ist eine gute Frage. Zu behaupten, guck mal, ich habe sie alle. Original verpackt. So wie ich mein Masterschwert. Ja, ich habe also in dieser Community, wo ich bin, da hat jemand gepostet, dass er alle seine Packungen aufgehangen hat an der Wand. Das muss doch mal eine große Wand sein. Ja. Du hebst die Päckchen auch auf, oder? Ja, ja, die Päckchen habe ich auch, auf jeden Fall. Hallo. Ja. Das ist eine Frage. Was hat Ethan mit seiner Hand? Fernglas? Oder in das Handschuhe? Kann auch Handschuhe sein. Ich dachte, es wäre eine rote Hand oder so. Ja, ach so. Ja, das sind Handschuhe. Ich dachte jetzt. Das ist ein Terminator. Wir haben es enthüllt. Scheiße. Ja. Verdammt. Ethan und der Terminator sind eins. Jetzt machen die Filme Sinn. So, was denn? Ja. Mensch. Teile weg, da sind sie wieder. Ja, kann vorkommen. Ja, nichts erst. Die Teile sind schön. Schöne Rundung, ne? Schön sportlich. Ja. Yeah. So mit so Schlitzen, wo die Lampen sitzen. Mhm. Ja, doch. Mhm. Ich habe ja mein Profi-Werkzeug dabei. Wobei bei dem Teil wäre das schon schwierig. Ja, richtig. Jetzt kriege ich Einsatz des Profi-Werkzeugsgeld von Lego. Ja, jedes Mal, wenn du es erwähnst, kriegst du ein paar Cent dafür. Deswegen sagst du es auch so oft heute. Profi-Werkzeug. Sagen Sie es 10-mal schnell hintereinander und Sie haben 20 Cent. Nein, ich will nicht. Hat das eigentlich einen offiziellen Namen? Ja, meine schon. Ja, aber nicht Profi-Werkzeug. Nein. Für dich ist es Profit-Werkzeug. Gar nicht. Überhaupt nicht. Wir machen das alles hier aus freien Stücken. Schön. Das sieht echt geil aus. Yeah. Und die Mission war mal so gar nicht unmöglich. Ja, die war leicht. Ja. Yeah. Ich finde das geil, dass man das kippen kann. Mhm. Aber wahrscheinlich ist er auch so drauf, so sportlich. Ja, ist er auch. Cool. Stimmt. Das ging diesmal schnell. Ja, hallo.
Geiles Set, Alter. Siehst du das hier hinten? Mhm. So Andeutung von Rücklichtern? Genau. Sehr schön. Mhm. Das war Mission Impossible 1. 2 und 3 und 4. Ja, aber gibt's keine Sets von? Weiß man nicht, kann ja noch kommen. Ja, warum? Warum nicht? Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube, es gab einen Vorgänger, ne? So im Hochhaus kann er noch kommen. Ja. Ah nee, das war Die Hard. Das war Die Hard. Also, nee, stirb langsam heißt das ja auch dort. Ich bin ganz sicher. Filme, die man nicht gesehen hat, sollte man nicht drüber sprechen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.